Irgendwie ist keine Musik hier, oder? Ah, doch. Ist eine Musik da. Okay. Und Wumps, yay. Da kommt Freude auf. Hauptsache es knallt und donnert und überhaupt. Aber ich kann die Erde mindestens genauso zum Erzittern bringen wie diese riesen Steinbrocken. Guck mal, ich kann das auch. Boom. So, mach Platz. Ja, die sehen auch schon extrem detailliert aus, ne? Und dann noch mit den Stacheln dran und so, das kommt schon cool rüber. Ich glaube, die Münzen hole ich mit. Gut. Interessant. Okay, was haben wir jetzt gelernt? 2 bis 3 Dinge. Also erstens mal, die Dinger töten mit einem Treffer, selbst wenn man sie von der Seite berührt. Gut zu wissen. Hätte ich nicht erwartet. Gut. Dann wissen wir jetzt noch, sie haben offenbar eine sehr präzise Hitbox, die dafür sorgt, dass man auch getroffen wird, wenn man sie nur streift. Oder so. Verdammt. Das war auch sehr gut. Naja, wenigstens kriegen wir gleich wieder ein Item. Ja, das ist, was ich vorhin gemeint habe. Also wir können die Steine nicht direkt kaputt machen, wir können sie nur ein bisschen zerbröckeln. Und dann müssen wir sie nochmal rammen, damit sie kaputt gehen. Wenn wir halt nur der normale Super Wario sind oder der große Wario oder wie auch immer man ihn nennen will. Der normale Wario eben. Ja. Und als Wikinger können wir eben die Blöcke direkt zerschmettern, wenn man sie berühren. So, ab jetzt gilt es etwas vorsichtiger zu sein mit den Wumms, weil wir wissen jetzt, sie sind sehr tödlich. Fiese Stelle mit den komischen Fließbändern hier gerade. Ich habe gedacht, ich könnte einfach durchrennen. Du läufst am Boden weiter. Ich habe gedacht, das geht jetzt da hoch. Das Spiel verarscht mich. Und warum sind das jetzt 2, die in die gleiche Richtung gehen, wo es vorher nicht so war? Naja. Ignorieren wir das. Oh, neuer Gegner. Ja. Ihr habt gesehen, der hatte so einen Stachelpanzer am Bauch. Also so einen komischen Stachel, ja. Und der schützt ihn natürlich vor frontalen Treffern. Das heißt, entweder er greift ihn von hinten an, oder er greift ihn eben von oben an. Und wenn er dann kurz bewusstlos ist, dann könnt ihr ihn eben auch normal rempeln. Und dann ist er tot. Und so. Ja. Muss man halt ein bisschen drauf achten, was die Gegner denn so bei sich tragen, aber. Ach so, wir können ihn auch mit einer Stampfattacke außer Gefecht setzen. Gut zu wissen. Na, hier gibt's noch was. Da kann man bestimmt einen Schalter drücken, dass da die Blöcke weggehen. Ne? Klingt logisch. Und dann haben wir hier Herzen, Herzen und noch mehr Herzen. Hey, das gibt ein Leben. Stirb! Ich glaube, in den Boss-Leveln brauchen wir gar nicht auf die Münzen zu achten, weil wir am Schluss eh in keine Tür müssen. Ja. Jetzt kommt schon der Boss. Irgendwas, was aus dem Sand rauskommt. Und es ist... irgendein hässlicher Vogel. Und was macht der jetzt? Oh, das konnte ich nicht ahnen. Bist du zielsuchend mit deiner Bewegung, oder was? Oh. Und was mache ich jetzt? Wie besiege ich dich jetzt? Ich bin klein, ich kann dich nicht mehr rempeln. Wow. Was muss ich jetzt machen? Und du stehst falsch rum. Würdest du andersrum stehen, könnte ich dich sogar treffen. Ich hatte ja keine Ahnung, was der macht, ne? Also ich konnte ja schlecht ahnen, was da auf mich zukommt. Aber wie soll ich den jetzt besiegen? Ich kann nicht auf ihn springen und ich kann nicht rempeln. Ich kann nur gegen ihn laufen und hoffen, dass er, ja, dass er nicht getroffen wird. So viel dazu. Ich kann durch ihn durchlaufen und dann von seinem Rücken getroffen werden. Okay, vielleicht nehmen wir doch die Halbzeit in dem Level. Bevor man jetzt noch 5-mal von vorne spielen, weil ich nur Scheiße baue. Aber das gibt's ja gar nicht. Wie soll man den besiegen, wenn man getroffen worden ist? Gar nicht, oder wie? Ich weiß, bei anderen Bossgegnern ist es teilweise so, dass man irgendwelche anderen Gegner auf sich zugeworfen bekommt oder dergleichen, die man dann einsammeln und auf den Boss werfen kann oder so. Aber bei dem hier ist das ja offensichtlich nicht so der Fall. Schon seltsam. So, mach Platz. Hau ab. Ich mag dich nicht. Und ich auch nicht. Und überhaupt. Geht doch alle sterben. Gut, die Münzen für einen Checkpoint zu aktivieren habe ich. Achso, vielleicht sollte man das auch noch erwähnen. Den Dash-Angriff kann Wario ja quasi nur in seiner Knoblauchform oder in der Form hier. Hört sich blöd an, ist aber so. Ja, also als Super Wario oder als Wikinger Wario kann man eben diesen Dash-Angriff. Aber er wird länger, wenn wir Wikinger Wario sind, ne? Also, er hat eine größere Reichweite. Aha.
Was natürlich auch beim Springen ein Vorteil ist, ne? Ich habe es ja schon zwischendurch wahrscheinlich bemerkt. Oh cool, ich kann nicht einfach totstampfen. Da gibt es zwar nichts dafür, aber ist cool. Was wollte ich jetzt sagen, verdammt. Ja, wenn ich über eine Kante renne, rennt Wario trotzdem weiter, auch wenn er dann in der Luft ist. Also, wenn er den Dash macht, dann bleibt er auch im Dash, bis er zu Ende ist. Und so könnt ihr natürlich viel weitere Sprünge hinlegen. Ne? Einfach im richtigen Moment an der Kante einen Dash machen und kurz bevor der Dash endet, springen. Und dann ist das super. Hier, so zum Beispiel. Erinnert ein bisschen an Donkey Kong auf dem Super Nintendo. Da ging das auch. ja, aber man sollte Wario vielleicht nicht unbedingt mit Donkey Kong vergleichen. So, Feierabend. Und jetzt lass mich bloß in Ruhe, Kollege. Ich hab vor, dich zu töten, aber ich darf nicht getroffen werden. Jetzt gehst du wieder am Boden, genau. Man kann zum Glück unten sehen, wo er sich hin und her bewegt und wo er hochkommen wird. Hoffentlich ist er jetzt richtig rum. Gut, hätte er andersrum gestanden, wäre schlecht, weil ich könnte unmöglich hinter ihn springen. Wenn er schon im Rücken zur Wand steht. Ja, gut. Ja, nicht springen, sondern dashen. Genau, das wäre besser. Und bloß nicht treffen lassen. Wenn ich mich einfach nur nicht treffen lasse, ist der Boss bestimmt ganz einfach. Der verträgt bestimmt auch nur 3 Treffer oder so. Hab ich's nicht gesagt? Oh, und Knete. Knete. Yay. Hoho, das hat sich richtig gelohnt. Da haben wir jetzt richtig Geld eingesammelt. 150 Münzen. Damit habe ich nicht gerechnet. Wow. Wow, wow, wow. Ja, komm, riskieren wir es. Dann verlieren wir jetzt gleich mal die 150 wieder oder so. Einmal rechts, bitte. War eine gute Wahl. Und nochmal das Ganze. Komm, weil es so schön war. Nochmal rechts, bitte. Geht doch. Da habe ich wieder meine 150 Münzen. Okay, und jetzt? Was wähle ich jetzt? Nochmal rechts, oder? War die richtige Wahl. Hey, 300 Münzen, immerhin. War ein guter Profit jetzt wieder. Nicht zu vergleichen mit Level 1, wo ich einfach 3-mal gewonnen habe, aber man kann ja nicht alles haben. Ne? Und guck mal, ich habe schon meinen ersten 1000er voll. Ich bin so unglaublich reich. Ja, ich bin toll. Ich bin ein Superheld. Und ich habe Knete zum Abwinken. Und im Gegensatz zu den New Super Mario Bros. Spielen macht das hier sogar Sinn. Ja. War das nicht New Super Mario Bros. 2, in dem es nur darum ging, Münzen, noch mehr Münzen zu sammeln, auch wenn man gar nichts davon hatte? Ich glaube schon, ne? Hier ist es sinnvoll, weil es eben das Ende vom Spiel extrem beeinflusst und eigentlich auch der Sinn vom Spiel ist, dass Wario Knete haben will. Okay, jetzt haben wir gelernt, dass es hier Minen gibt. Wir haben gelernt, dass es Vögel gibt. Wir haben gelernt, dass es hässliche, komische Seeigel oder was auch immer es sein sollen gibt. Vielleicht soll es auch was anderes darstellen, aber was weiß ich. Ich war noch nie ein Seeigel, genau. Ich weiß auch nicht, wie ein Seeigel aussieht. Ich weiß nur, dass das Vieh mir am Weg ist. Und ich darf nicht zum Nahkommen, sonst macht es noch einen Angriff und der dauert ewig, bis es fertig ist damit. Ja, genau der. Oh, hier kann man ja richtig Zeugs einsammeln. Ist ja der Wahnsinn. Da oben hätte es aber auch Münzen gegeben. Aha. Hätte man ja erst oben einsammeln müssen, dann unten oder so. Ich kann die auch, glaube ich, nicht töten. Also nicht mit der Fähigkeit. Ja, ohne Fähigkeit auch nicht, aber... ich will hier weg. Ja, also mit Feuerfähigkeit oder so könnte ich die bestimmt töten. Aber das ist dann, glaube ich, auch die einzige. Vielleicht könnte man es mit der Flugfähigkeit auch hinkriegen, weil die kann man ja unter Wasser auch benutzen. Aber ich kann es mir nicht so richtig vorstellen. So, jetzt könnte man da unten überall die ganzen brüchigen Blöcke abchecken, ob da noch irgendwo was versteckt ist. So zum Beispiel. Und dann findet man hier einen Weg und das ist super. Und das ist eine Halbzeit. Ach, weißt du was. Scheiß drauf. Dann gibt es wenigstens ganz in der Nähe immer wieder ein Item, das ich weiß. Also ein Flug-Item, das kann man ja immer brauchen. Hm. Kümmt mir spanisch vor hier. Warum bin ich jetzt hier oben? Nee, das will ich nicht. Ich kann fliegen, das ist 1000-mal besser. Vielleicht hätte ich da oben weiterfliegen sollen. Vielleicht hätte es da was gegeben. Ist schwer zu sagen, ne? Ja, wenn man das Spiel so lange nicht gespielt hat. Ach, ja, jetzt bist du mir wieder am Weg. Genau. Und machst 100-mal deinen Scheißangriff. Ich will dich nicht. Und ich kann nicht kriechen unter Wasser, sonst wäre ich schon längst weg.
Okay, hier könnte ich durch und kriege ein Herz dafür. Das bringt ja wohl jetzt nicht wirklich was. Ah. Na, du kommst da hoch, Wario. Ich weiß, dass du das kannst. Hm, irgendwie hat er heute keine Lust oder so. Schade. Ich hatte eigentlich gedacht, mit einem Rempler müsste ich es da hoch schaffen. Traurig. Ja, und das alles für ein Herz. Hat sich jetzt auch nicht wirklich gelohnt. Oh, diese Dinger regen mich so auf. Sie sind so unnötig und ewig im Weg und nervig und... Scheiß Drecksviecher. Okay. Hier gehen wir nur mit Item durch, ist klar. Also entweder Krokodil, Drache, Dingsi oder eben Flug-Item, ja. Was mich ein bisschen irritiert ist, dass Wario gleich komplett klein wird, wenn er getroffen wird. Das kommt mir ein bisschen spanisch vor, weil in Mario Land 2 war es ja dann noch so, dass man erst die Zwischenstufe erreicht, ne? Also dass man, wenn man vorher Mario war, erstmal Super Mario wird und dann klein. Aber hier, Wario ist da wohl irgendwie ein bisschen anders drauf. Ja, komisch. Aber das ist vielleicht auch der Ausgleich dazu, dass Wario nicht so eine Pussy ist wie andere Charaktere. Genau. Wenn Wario gegen einen Gegner läuft, dann ist der Gegner derjenige, der getroffen wird. Und bei anderen Spielen ist ja... Oder, naja, manchmal ist es so, scheinbar. Bei anderen Spielen ist es eher so, dass der Spieler getroffen wird, wenn er in einen Gegner reinrennt, ne? Ja, mein Gott, Walter. Die Vögel, ich kann sie von unten treffen, aber nicht von vorne. Das ist schon seltsam. So, auf ein Spiel verzichten wir jetzt. Dauert mir alles zu lange. Kommt mir echt komisch vor. Ich hätte die Flugfähigkeit gerne behalten, muss ich sagen. Und wir sind im Mount Teapot, nur um es erwähnt zu haben. Ich konnte mit dem MT nie was anfangen. Ich habe nämlich immer gefragt, wofür steht das MT? Aber es steht natürlich für Mount, so wie Mountain oder so, also ein Berg quasi. Es ist ein Teekesselberg, ja. Komische Sache, aber ist halt so. So, und ich weiß auch, oder ich glaube zu wissen, ja, was ich nicht alles glaube, ne? Ich glaube zu wissen, dass ich hier das erste Mal wirklich das Problem hatte, dass ich einen bestimmten Schatz nicht finden konnte in der Welt. Nicht in dem Level hier jetzt speziell, aber in Mount Teapot der Welt. Ja. Und ich hoffe mal, dass ich mich irgendwie dran erinnere, wo das war und wie ich ihn finde. Also ich weiß, dass ich die Welt, in der ich den Schatz vermutet hatte, unzählige Mal gespielt habe. Ohne Erfolg. Und irgendwann habe ich dann doch irgendwie den Schatz dort gefunden. Aber sehr lange her. Und keine Ahnung, ob ich das nochmal hinkriege. Aber ich bin mir sicher, wenn ich die Welt sehe, dann weiß ich auch, welches war. Das könnte der einzige Schatz sein, den ich mit Sicherheit im Spiel finde oder so. Weil ich ihn so lange gesucht habe, dass ich dran verzweifelt bin. So, da unten ist bestimmt nur die Halbzeit. Aber wir wollen es ja... Oh, das ist definitiv ein Weg für weiterzugehen. Okay. Ja, wir haben Unterwasserströmungen, ne? Die schieben mich in hier. Oh, cool. Das ist super. Flugfähigkeit. Die nehme ich doch immer wieder gerne. Aha. Das kommt mir bekannt vor. Ja, wenn man sich die Demo-Videos am Start vom Spiel anguckt, dann ist das hier, glaube ich, auch mit dabei bei den Demos. Also nur dieser Abschnitt vom Level. Erinnert ein bisschen an eine der Special Worlds von Mario World. Also, von den Star Roads. Da war doch... War das ein Star Road? Nee, aber eins der Levels ist, das zu den Star Roads führt, genau. Da kann ich nicht lang, okay. Hallo Pelikan. Tschüss Pelikan. nee, das war kein Pelikan, das war... Was war das? Doch, war ein Pelikan. Ach, was weiß ich. Ich habe keine Ahnung, ich kenne keine Vögel. Ja. Yeah. Ich habe von Vögeln keine Ahnung. was wollte ich jetzt sagen? Ich hab völlig den Faden verloren. Alles irritiert mich hier. Du solltest das Vieh killen. Dankeschön. Und den bitte auch? Oder warte mal. Nee. Der hilft mir nirgends hin. Meinetwegen. Ja, ich gucke immer irgendwie, ob oben an den Kanten der Levels noch was ist, weil es kommt tatsächlich, glaube ich, wenigstens einmal vor, dass man wirklich über den Bildschirmrand rausgehen kann und dann irgendwo hinkommt, wo es irgendwas zu finden gab. Quasi ein Schatz und so, ne? Die Strömung ist zu stark. Und jetzt geht die Strömung in die andere Richtung. Also die Strömung hier ist echt nervig. Na, wenigstens drehen sie mal nicht ein Item an, das ich nicht haben will.
Im Gegenteil, es geben wir sogar das Item, das ich gerne behalten würde. Ist das nicht schön? Okay. Alles in Butter. Stopp! Oh, da ist ein Pfeil nach oben. Okay, das ist jetzt mal wirklich hilfreich. Ein Pfeil nach oben, das ist ja wohl mal ein eindeutiges Zeichen, dass es da noch was gibt. Viel eindeutiger geht's nicht mehr, egal in welchem Spiel. Das Thema hatten wir auch schon in Mario Land 2. Hier ist die Frage, wie komme ich hoch? Mit einem Rempler. Natürlich. Und so hätten wir schon unseren ersten geheimen Ausgang in Welt 2 gefunden. Ist das nicht Wahnsinn?